In diesem Video möchte ich euch mal sozusagen eine Erweiterung des dieses Wunschtutorial von Spark of Phoenix. Der hat das ja mit dem brennenden Feihagel gemacht. Man kann es ja mittlerweile erweitern, hier mit Trichter und Truhen, nur die Truhen so hinkriegt. Das ist hier jetzt eine normale Truhe und Redstone-Truhe immer im Wechsel. Hier ist zum Beispiel selber eine normale und eine Redstone-Truhe. Manchmal nicht, aber das ist immer im Wechsel. Und so habe ich das jetzt so im Motor gemacht. Jetzt machen wir Hebel hoch und brennt der Feihagel. Der würde länger so halten. Also können wir das Feihagel länger halten. Das ist der Lava. Das ist für das Brennen. Da hängen die Pfeile runterfallen. Und da ist ein auf dem Baum gelandet. Der Feihagel würde länger halten. Pfeile an, also kommt man gar nicht hinterher. Dann werden wir stoppen. Den Pfeilhagel. Und dann stoppt er nicht rum. Und leckt auch ordentlich. Weil ja im Hintergrund der Movie Maker auch noch ein Video für YouTube im Moment noch am Konvertieren ist, aber jetzt erstmal hier oben über den Truhen ist das jetzt rausgegangen. Füllt sich jetzt hier ein Dispenser. Die werden jetzt wieder aufgefüllt. Man sieht jetzt hier, da fehlen ordentlich Pfeile. Man sieht, da wird automatisch wieder aufgefüllt. Das dauert noch ein paar, nur etwa 1-2 Minuten, glaube ich, wird das noch hier dauern, bis dieser Werfer wieder voll gemacht ist. Das Material holen die sich aus dem Thron hier. Da passiert im Moment nichts mehr. 64 Stacks sind da ja noch. Der ist jetzt fast voll. Aber irgendwo muss der herkommen. Also hier die. Das muss man so aktualisieren. Man sieht hier, die werden aus dem Thron doch herausgesogen. Mal kurz, ob ich auch nehme. Ja, ich nehme auch. Aber hier die Truhen, die wird immer von den Truhen in den Trichter. Du. Ah, ich will fliegen und nicht dauerhaft springen. Er springt gerade. Ja, fliegen, aber. Dann will er gerade nicht fliegen. Ah, ich habe das kaputt gemacht. Ich hab grad einen Fehler gemacht. So was kann auch mal passieren. Lava loswerden. Ein Trichter, der muss. Ich denke, dass er auf die Dispenser da unten drunter ausgerichtet ist hier. Jetzt, weil sieht man jetzt, dass er sich hier wieder auffüllt. Also man muss auf den Dispensern immer, dass die Trichter müssen immer so auf die Dispenser gerichtet sein und die Truhen müssen dann direkt über diese drauf und immer Truhe, Wetz und Truhe, Truhe, Wetz und Truhe, also immer abwechseln, damit man die so hinbekommt. Und dann machen die das so mit den Pfeilen. Die sind mittlerweile längst weg hier. Aber dieser Pfeilstrom, der könnte viel länger anhalten. Weil das ja immer wieder nachgefüllt wird. Hoffentlich, dass das Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Und vielleicht guckt auch Spark of Phoenix das Video an. Hoffen wir mal, dass er das vielleicht auch positiv bewertet. Daumen nach oben teilen, abonnieren.